Regenschirm mit den Namen stecken. So ein Wetter müsste es sein, hörst an jeder Ecke. Heute gehen wir Wolkenschirm, alle miteinander. Schau, da kommt die Sonne daher. Herzlich willkommen heute zu unserer kleinen Pressebesprechung. Es wird ja mittlerweile schon Tradition. Sie ist, glaube ich, schon jetzt das vierte Mal. Sie sehen, das Zelt ist noch nicht ganz fertig, aber Sie können schon einige Dinge erkennen, wie sie denn sein werden. Das Zelt hat von den Ausmaßen die gleichen wie letztes Jahr. Es ist 50 Meter lang und 30 Meter breit. Ich glaube, das Besondere an dieser Konstellation ist, so wie es sich eben auch bewährt hat, dass wir nicht nur das Hauptzelt haben, sondern eben auch hier, wo wir gerade stehen, den überdachten Biergarten und auch seitlich den Biergarten zum Festplatz hin. Damit können wir die Gäste bei jeder Witterung bestens bewirten. Man sieht das, also wenn es warm wird, haben wir hier idealen Schatten. Eine tolle Luftzirkulation ist gegeben. Wenn es regnet, haben wir ein Dach über dem Kopf. Und das muss ich erwähne das gerne, bei Bedarf beheizen wir auch das Zelt. Also das Zelt ist zu jeder Zeit bestens temperiert. Ich denke, das ist wichtig für die Besucher. Da wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn man das entsprechend übermitteln kann. Und man sieht wirklich, wie sich die verschiedenen Gruppen auch die letzten Jahre aufgehalten haben. Die es ein bisschen lauter wollen, sitzen mehr am Festplatz, die Musik nur dezent hören möchten, hier im Biergarten, wo er dann eben auch das Rauchen erlaubt ist, und im Hauptzelt eben mehr die Band oder die Kapelle hören möchten. Hier von meiner Seite aus, auf der linken Seite, werden wir den Boxenbereich, den Logenbereich gestalten. Der war letztes Jahr ja zeltmittig, jetzt haben wir den wieder im Anbau platziert. Kleine Veränderungen, denke ich, sind notwendig, sind gut, dass das nicht zu eingefahren wird. Die Buchungen bisher sind ganz gut angelaufen. Es kommen also immer mehr Betriebe zu uns auf Volksfest. Die Resonanz ist gut, auch der Gutscheinverkauf und die sonstigen Tischreservierungen sind gut angelaufen bisher. Hinter mir sehen Sie unseren langen Wirtshaustisch, der hat euer neues Platten bekommen, da laden wir sie anschließend noch ein zum Maßkrug schieben. Das ist ein kleiner Vorgeschmack auf eine Presseolympiade, die wir mal während dem Fest durchführen möchten, gemeinsam mit Ihnen. Aber da sage ich anschließend gleich noch mal was dazu. Dann im Zelt lebt natürlich davon, dass wir vorne die Hauptbühne haben, wo abends verschiedene Bands spielen, und tagsüber am Seniorentag, am Familientag, an den Sonntagen haben wir ein kleines rundes Podest, auf dem dann Wirtshausmusik spielt, ohne Lautsprecher, ganz authentisch, nicht so laut, eben wie es auch mal früher war. Das kommt sehr gut an. Zum Bier muss ich nicht mehr viel sagen. Das wurde bei der Bierprobe schon verkostet, wurde für sehr, sehr gut befunden. Mit der Brauerei Roth haben wir natürlich einen erstklassigen Partner. Das ist ein sehr beliebtes Bier, da freuen wir uns drauf. Und für die Speisen sind wir zuständig. Unser Küchenchef ist auch schon anwesend. Ab morgen wird schon gekocht. Ich glaube, was uns auszeichnet, ist, dass wir wirklich täglich frisch kochen. Und zwar mit Speisen, mit Zutaten, die von Lieferanten aus der Region Schweinfurt stammen. Und ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. Wir haben keine Convenience-Produkte. Und es wird täglich hier gekocht. Es gibt für jeden Geschmack etwas. Natürlich ist es eher traditionell, ganz klar, aber es gibt natürlich auch Salate oder Käsespätzle oder vegetarische Gerichte. Und vor allen Dingen, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig zu sagen, dass es für jeden Geldbeutel etwas gibt. Heute gehen wir Wolkenschirm mit der Laune stecken. So ein Wetter müsste es sein.